Hallo Freunde der Sonne und Freunde des guten Geschmacks zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich habe ein neues Format für euch und zwar Max testet. Und heute dachte ich mir, ich teste mal das Gerät oder der Gerät oder die Gerät. Egal wie ihr es sagt, auf jeden Fall ist es ein Vegan Milker. Mit diesem Gerät kann man Hafermilch selber machen. Man kann es natürlich auch mit einem Geschirrtuch und einer Schüssel. Aber mit diesem Gerät geht es einfach, unkompliziert und man macht nicht so eine Sauerei, sagen wir es mal so. Ich habe es ja schon mal mit einem Geschirrtuch und einer Schüssel probiert, war am Ende eine kleine Sauerei, sagen wir es mal so. Jetzt habe ich mir hier so einen Vegan Milker besorgt und in diesem Format, das ich euch heute vorstelle, werde ich einfach regelmäßig vegane Produkte testen. Nicht nur hier so Küchengeräte, sondern eben auch Essenssachen. Aber heute fangen wir einfach mal an mit diesem Küchengerät. Und zwar ist es ganz einfach, man braucht nur Haferflocken, 100 Gramm habe ich hier und 1 Liter glasklares Wasser, fertig. Und man braucht noch einen Pürierstab, den brauchen wir auf jeden Fall. Das Gerät, der Gerät oder die Gerät verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, guckt da gerne mal rein. Gibt es jetzt bei Amazon, gab es aber auch bei Aldi oder gibt es immer noch bei Aldi, ich weiß es nicht. Und in ganz vielen anderen Läden auch. Ich weiß nur, bei Aldi habe ich es gesehen, bei Amazon habe ich es bestellt, weil bei Aldi ist ein Plastik-Drück-Dingsbums dabei und hier ist so ein Holzkegel dabei. Und ich finde, aus Holz macht es auf jeden Fall was her. Und ein Deckel ist mit dabei. Also wenn man hier dann das Sieb rausnimmt, kann man es im Kühlschrank schön verstauen und lagern. Und Hafermilch ist natürlich nicht nur lecker im Kaffee als Alternative zur normalen Milch, sondern eben auch im Müsli. Oder wenn man sich einen Kakao zaubern möchte, dann kann man hier erstmal Hafermilch machen, ein bisschen aufwärmen, Kakao hinzufügen, fertig. Lecker für Netflix und Chill, mache ich auch regelmäßig. Ich würde sagen, wir starten auch gleich los. Einmal hier das Sieb rein, Wasser drauf, fertig. Dann Haferflocken rein, Pürierstab und dann sieht man auch gleich, wie sich das Wasser weiß färbt. Schaut mal her. Man kann auch noch eine Prise Salz hinzugeben, dann schmeckt es ein bisschen salziger oder man gibt vielleicht noch eine Dattel dazu, dann ist es ein bisschen süßer. Also man kann es machen, wie man möchte. Und dann weiß man eben auch, was drin ist, was ich immer sehr gut finde. Also wenn man sich irgendwas zubereitet und man macht es selbst, dann weiß man, was drin ist. Und mit diesem Gerät funktioniert es ganz einfach. Hier noch ein bisschen runterdrücken, damit auch die Haferflocken gut Aroma verlieren. Und dann ist das ganze Kunststück fertig. Und zu guter Letzt probieren wir die Hafermilch. Schmeckt fantastico. Umso mehr Haferflocken man reinmacht, umso mehr schmeckt es natürlich auch nach Hafer. Aber ich finde, so ist sie perfekt. Und man gibt einfach dann ein bisschen in den Kaffee rein oder ins Müsli. Und die ist sehr, sehr gesund, hat viele Vitamine. Also Hafermilch macht auch was her. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Max testet mein neues Format, also schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein, wenn ich was Neues, Veganes teste. Und wenn ihr den Vegan Milker haben möchtet, dann schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich ihn euch verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir mal in die Kommentare, was ich als nächstes testen soll. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt kostenlos tun und ihr verpasst kein Video mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao, Kakao.